Früh am Morgen sind die Auslagen der Bäckerei Schmidt in Franken-Wienheim immer gut gefüllt. Am Abend sollte das möglichst nicht mehr so sein, denn dann wäre vieles nicht mehr zu verkaufen. Für die richtige Menge sorgen in den 6 Filialen rund um Volkach Menschen mit natürlicher Intelligenz. Doch Personal muss man erst mal finden. Deshalb verkauft Axel Schmidt Brot, Brötchen oder süße Teilchen zusätzlich über Selbstbedienungsregale. Dem ersten davon ließ er jetzt künstliche Intelligenz einhauchen. KI als virtuelle Bäckereiverkäuferin, das funktioniert erstaunlich gut, findet Schmidt. Also jedes Brötchen, das abends hier übrig bleibt, ist leider verloren. Ist für uns Verlust an Ressource, an Rohstoff, an Lebensmittel, was für sicher schon schonenswert ist und natürlich am Ende des Tages auch an Geld. So, und hier auch unsichtbar für den Kunden ist unter den Produktschalen hier eine Wiegestation und hier wird gewogen und zwar aufs Gramm genau. Und ich weiß genau, hier wird jetzt zu Hause angezeigt, muss dringend nachgeliefert werden. Auch wenn Axel Schmidt als Tausendsasser bekannt ist, an mehreren Orten gleichzeitig konnte er bislang noch nicht sein. Jetzt geht das. Von seinem Schreibtisch aus erfährt er in Echtzeit, wie der elektronische Laden so läuft. Wird etwa das Baguette knapp, kommt unmittelbar Leben in die Backstube. Auch wenn sie dann nicht erst wie hier mit dem Formen der Franzosenbrote beginnen. Von der KI bekommen wir den Vorschlag, wie viel Baguette wir oder wie viel Brote, Produkte wir im Vorrat schon mal machen sollen, im Vorlauf. Und über unsere Kältetechnik haben wir ja eh langgeführte Teige. Das heißt, wir machen dann immer mehr mit. Und falls es dann so ist wie heute, Sonnenschein, plötzlich kommen mehr Griller und brauchen Baguette, dann sehen wir das. Auch das Programm merkt es dann, dass außergewöhnlich viel verkauft wird. Und dann haben wir die, die wir auf Reserve gehalten haben, da und können die dann bequem wieder backen. Am Supermarktregal sind die Werbevideos genauso fernsteuerbar wie die Preisschilder. Nur das Nachfüllen der Backwaren funktioniert noch nicht übers Internet. Da muss dann schon noch jemand vorbeikommen und wenn's der Chef persönlich ist. Die unwichtigen Arbeiten, wie solche planerischen Denksportaufgaben oder irgendwelche Excel-Tabellen vergleichen, das macht das Regal und gibt uns die Zeit, uns aufs Handwerk zu konzentrieren und auf die tolle Arbeit, die wir machen.